Ja, Leute, wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, dann werdet ihr gesehen haben, dass bei dem Bau meiner zweiten French-Klietwand mein Bandschleifgerät den Geist aufgegeben hat. Ich habe Ersatz bekommen, die OSM 600 von Scheppach. So viel kann ich schon sagen vor dem Intro. Ich bin restlos begeistert und es hatte sogar etwas Gutes, dass das Ding kaputt geht, denn jetzt steht dieses Prachtstück neben mir. Also wie eben schon erwähnt, dieses Gerät hat es gerissen. Ich blende euch das nochmal eben ein. Oben bei dem Pfeil werdet ihr die kleine Rauchwolke sehen. Es ist also wirklich abgeraucht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ein bisschen traurig bin ich schon, weil er hat mir gute Dienste geleistet. Und eigentlich würde ich ihn gerne noch als normalen Bandschleifer weiter benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Marke kennt. Okay, Bandschleifer BS900. Ich glaube, Okay ist eine Eigenmarke gewesen oder noch von Thom. Und so viel habe ich rausbekommen. Es ist also entweder dieses Teil kaputt, das nennt man, glaube ich, Anker. Oder das Gegenstück hier, Rotor. Eins von beiden wird gequalmt haben. Falls ihr wissen solltet, wo ich Ersatzteile dafür bekommen könnte, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet, weil ihr wisst, ich schmeiß ungerne Werkzeug weg. Also selber wickeln will ich das nun auch nicht. Aber wenn irgendjemand von euch weiß, wo man Ersatzteile bekommt, schreibt es mir, da wäre ich euch unendlich dankbar für. Ich sitze jetzt extra so ein bisschen komisch daneben, weil ich habe mir im Vorfeld auch Videos über dieses Gerät angeschaut und als es dann bei mir stand, war ich von der Größe komplett überrascht. Es war viel, viel größer, als ich es mir vorher vorgestellt habe, obwohl es auch vor den Leuten stand. Deswegen wollte ich für euch die Relation mal rüberbringen. Also es ist ein Riesengerät, was ja kein Nachteil ist. Anfangs, bevor ich das Gerät bekommen habe, dachte ich sogar, ich könne das vorhandene Schmirgelpapier, was ich für meinen Bandschleifer habe, weiterverwenden. Ich bin also irgendwie echt davon ausgegangen, dass das gleich groß ist. Aber schaut es euch an. Es ist wesentlich breiter und insgesamt auch größer. Also der Schleifbock hat deutlich an Größe dazu gewonnen, was wie gesagt kein Nachteil ist. Ja, das Gerät ist schon schmuddelig, weil ich es schon rege in Benutzung hatte. Das ist jetzt kein Unboxing und ich will euch kein sauberes Gerät präsentieren. Das ist für mich ein Werkzeug, ein Arbeitsgerät, was mir bislang schon sehr, sehr gute Dienste geleistet hat. Ich will euch kurz mal sagen, was alles dabei ist. Schön ist erstmal, dass alles, was dabei ist, auch seinen Platz hat. Da ist die ganz kleine Unterlegscheibe hier, da ist die mittlere hier, die große hier. An den Seiten haben wir noch Plättchen, Staumöglichkeiten. Hier ist ein Schlüssel bei, hier hinten ist die Platte für die Röhren, die man vorne benutzen kann. Und auf der anderen Seite sind noch wieder Scheiben und auch noch wieder eine Mutter. Also alles, was ich zum Betrieb dieses Gerätes brauche, ist auch direkt am Gerät. Und ein Sauganschluss ist auch vorhanden. So, fangen wir doch mal eben mit den Vorteilen an, die mich an diesem Gerät so begeistern. Erstmal macht es natürlich genau dasselbe wie meine Konstruktion, die ich vorher hatte. Aber, wie eben schon erwähnt, die Fläche hier ist viel größer. Das macht natürlich Spaß. Und was auch richtig Spaß macht, ist die Geschichte, dass der beim Schleifen natürlich diesen Hub ausübt. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Er geht halt rauf und runter. Das heißt, man benutzt etwas mehr vom Sägeblatt. Man benutzt etwas mehr vom Schleifpapier, es verteilt sich alles etwas besser und das ist natürlich eine super Geschichte. Ich habe da dran schon große Bretter geschliffen, die kommen in meinem nächsten Projekt, bei meinem nächsten Video vor. Ich zeige euch das mal eben. Dann habe ich mit diesem Teil auch schon meinen Fräszirkel bearbeitet, auch das zeige ich euch mal eben.
Und er lässt sich natürlich auch super als Spindelschleifer umbauen. Da kommen wir etwas später noch zu. Das habe ich ja dann auch an meinem Fräszirkel gemacht. Zeige ich euch auch noch mal eben. Aber auch ohne ihn zum Spindelschleifer umzubauen, ist es super praktisch, dass wir hier schon im Normalzustand zwei Rundungen haben. Eine etwas kleinerer Radius und ein etwas größerer Radius. Und wenn ich euch auch nochmal an meinen mobilen Abluftventilator erinnern kann, dann haben wir hier ja auch diese zwei kleinen Rundungen. Auch die habe ich ja hier mal eben schnell, ohne etwas umbauen zu müssen, vorbeigeführt. Und das macht natürlich schon Spaß, ne? Wenn das einfach mal eben so präsent ist und man kann es mal eben so machen, ohne da großartig, das Umbauen geht schnell, werdet ihr noch sehen, aber nichtsdestotrotz ist es schön, dass wir trotzdem mal eben eine Rundung haben, um da mal schnell so einen Innenkreis ausschleifen zu können. Mir ist es noch nicht gelungen, dieses Ding zum Anhalten zu bringen. Ich kriege den Motor etwas verlangsamt, aber ansonsten dreht das Ding wie Teufel und schmürgelt auch wie Teufel. Das Schmirgelblatt, was dabei ist, ist etwas grob. Da habe ich mir jetzt nochmal feinere bestellt. Vorher hatte ich auch ein feineres drauf. Wird ja auch ohnehin irgendwann mal verbraucht sein. So ein Schmirgelpapier schmirgelt ja um seiner selbst willen. Das ist ja jedem bekannt. Aber ja, also von daher erstmal nur Vorteile gegenüber meiner Lösung vorher. So, ich habe mit euch mal eben die Seiten gewechselt, weil ich euch ein tolles weiteres Future zeigen möchte, was die vorherige Konstruktion, die ich mir selber gebaut hatte, natürlich nicht hatte. Und zwar ist das dieser Tisch, der variabel einstellbar ist im Anschlag. Und zwar habt ihr schon gesehen, wir haben hier an der Seite zwei kleine Schrauben, Muttern, was auch immer, können wir lösen. Und dann können wir ihn mit einem kleinen Ruck auf 15 Grad bringen, auf 22,5, auf 30 und auf 45. Und das ist natürlich eine super tolle Geschichte. Weil bislang musste ich meine Brettchen immer selber so Pi mal Auge hier dran halten und abschätzen und wusste eigentlich nie genau, bin ich in 40, 45 Grad oder nicht. Und jetzt ist es natürlich ganz einfach. Jetzt haben wir hier ruckzuck eine gefaste Kante und in diesem Fall in 45 Grad. Ja, jetzt könnt ihr schon sehen, wir haben hier doch eine Staubentwicklung. Ich mache den Tisch mal wieder hoch. Und ihr habt auch gesehen, dass der Staub geht natürlich bedingt durch die Rotationsrichtung auch in diese Richtung. Und da fällt mir wieder mein mobiler Abluftfilter ein, der hier ja steht. Und da kann mir jetzt keiner sagen, dass das Ding nichts bringt. Weil wenn der Staub schon in diese Richtung geht und ich stelle den hier hin und ich mache den dann an und der macht auch den Sog in die Richtung, dann wird sicherlich der größte Teil des Staubes auch wirklich im Vlies landen. Dann ist es auch schiedigal, ob dahinter was verwirbelt wird oder nicht, weil der Staub bleibt ja vorne im Vlies und landet auch nicht in meiner Lunge. Ich verlinke euch das Ding nochmal, falls euch das interessiert. Aber hier ist das Problem ja gar nicht ganz so groß, weil wir können ja hier einen Staubsauger anschließen. Der passt zufälligerweise direkt auf meinen. Das heißt, ich kann ihn hier anschließen. Und jetzt zeige ich euch mal den Unterschied. Wir werden mal zwei kleine Ecken schleifen, damit wir in etwa den gleichen Materialabtrag haben. Und dann schauen wir das einmal an mit Sauger und einmal ohne Sauger. Als erstes mal mit. Ihr könnt sehen, ich habe jetzt eine kleine Ecke geschliffen. Und das, was hier an Staub liegt, das ist ja fast nichts. So, jetzt machen wir das Gleiche ohne Sauger. Ich würde sagen, ich habe in etwa wirklich die gleiche Kante gemacht, plus minus ein bisschen, aber ihr seht, der Unterschied ist gravierend. Hier ist wirklich richtig viel Staub und genauso sah es vorher an meinem Gerät auch aus. Ich musste den immer absaugen. Das ist natürlich der Wahnsinn, was mit angeschlossenem Sauger wirklich an dieser Stelle jetzt nicht liegt und auch wirklich gleich in der Staubsauganlage verschwindet. Da müssen wir gar nicht drüber reden, ob so ein Ventilator was reinsaugt oder ob wir das einatmen. Also das ist schon wirklich echter Pluspunkt.
der natürlich auch gesundheitlich relevant sein könnte. Dann würde ich sagen, zeige ich euch nochmal schnell den Umbau zum Spindelschleifer. Das ist wirklich toll. Ich bin froh, so einen Spindelschleifer jetzt zu haben. Und zwar haben wir hier vorne ja die verschiedenen Rollen. Da haben wir einmal eine 2 Zoll, 1,5, 1 Zoll, 3 Viertel und 1,5 Zoll. Gut, das müsste man sich jetzt umrechnen. Ich gehe da aber sowieso nicht bei. Ihr habt ja gesehen, dass ich das Loch von meinem Fräszirkel ausgefräst habe. Das war ja ein, was war das denn? Das war ein 15er Forstnerbohrer. Und da ging ja der hier dann hervorragend gerade mal eben so rein. Und dann konnte ich damit ja ein 17er Loch draus machen. Ihr habt es ja eben schon gesehen. Der Umbau ist wirklich kinderleicht und geht super schnell von der Hand. Wir schrauben einfach hier oben diese Schraube ab, Mutter abnehmen, Schraube Mutter. Können das gesamte Gerät sofort rausnehmen. Holen uns von hier hinten aus der dafür vorgesehenen Tasche den Einsatz für die Spindelschleifer. Entscheiden uns für einen. Ich nehme jetzt einfach mal den dicksten. Demzufolge muss ich dann auch den Ring mit dem dünnsten Rand nehmen. Leg den hier rein, Spindelschleifer drauf. Auch dafür ist wieder die passende Unterlegscheibe. Und dann wird das Ding mit der passenden Mutter hier um der Ecke. Ich spare mir das jetzt einfach mal einfach festgeschraubt. Und dann haben wir den Spindelschleifer. Ja, die haben alle soweit ein Inlet hier, wo sie drin sind. Können dann auch einzeln ausgetauscht werden. Der allerdünnste hat das nicht, der wird direkt auf die Achse gesetzt. Hat auch eine eigene Unterlegscheibe, die dann natürlich dementsprechend kleiner ist. Fasst auch wieder die Mutter. Da müssten wir dann natürlich auch den nehmen mit der kleinsten Bohrung. Und auch hier sind wieder die Löcher integriert für die Absaugung. Und dann habt ihr ruckzuck einen Spindelschleifer mit nur wenigen Handgriffen, der wirklich hervorragende Arbeit liefert. Ich war ja echt begeistert und es hat mir sehr imponiert, in wie kurzer Zeit und wie sauber ich da wirklich mein Loch für meinen Fräszirkel vergrößert habe. Rückbau. Scheibe drauf, Schraube drauf. Und es kann schon wieder losgehen. Also Leute, das war ein kurzes Video zu diesem Gerät. Es ist wirklich erstaunlich. Ich habe ganz früher meinen Bandschleifer so gut wie nie benutzt. Dann habe ich mir ja diese stationäre Einheit gebaut, um ihn zu solch einem Gerät quasi umzufunktionieren. Und dann habe ich ihn ständig in Gebrauch gehabt. Und erst als er weg war, habe ich wirklich gemerkt, wie sehr er mir fehlt. Deswegen ein herzliches Dankeschön nochmal an dieser Stelle an Scheppach, dass die da in die Bresche gesprungen sind und mir dieses Gerät zur Verfügung gestellt haben. Ich arbeite da unwahrscheinlich gerne mit. Es macht wirklich Spaß. Es kann alles, es vereinfacht die Sachen. Es hat viele Vorteile gegenüber meiner Lösung, die ich vorher hatte, obwohl die ja auch schon gut war. Es hat Kraft. Es ist voluminös. Es hat eine große Schleiffläche. Es hat viele Futures. Was soll ich sagen? Schreibt es mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Den Link zum Gerät findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das war nur mal ein schnelles Video zu diesem Gerät, um Scheppach eben auch Danke zu sagen. Als nächstes kommt dann wieder ein Video, wo wir was bauen werden. Besser gesagt, ich und ihr schaut zu. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Video. Euer Ingo.